In der Praxis kann in einer Regelstrecke, beispielsweise einer Wasserstandsregelung, plötzlich eine sehr große Störung wirksam werden und schnell eine große Änderung des Istwertes, in diesem Falle des Wasserstandes, erzeugen. Bei einer Regelung von Hand würde ein Mensch versuchen, sehr schnell das Stellglied zu verändern, um möglichst umgehend Istwert und Sollwert wieder in Übereinstimmung zu bringen. Diese starke impulsartige Verstellung wird dann aber relativ schnell zurückgenommen, wenn zu sehen ist, dass Ist- und Sollwert wieder in Übereinstimmung sind. Für den Differentialregler ist die impulsartige Änderung der Stellgröße das typische Merkmal. Der Wert der Stellgröße ist beim Differentialregler von der Änderungsgeschwindigkeit der Regeldifferenz abhängig. Beachten Sie bitte, für den Wert der Stellgröße ist nicht die Größe der Regeldifferenz, sondern die Änderungsgeschwindigkeit ausschlaggebend. Im Modell der Wasserstandsregelung wird als D-Regler ein nachgebender Hydraulikzylinder verwendet. Der Hydraulikkolben arbeitet wie ein Stoßdämpfer. Der Hebelarm hat eine große Übersetzung und damit eine große Verstärkung. Bei schnellem Absinken des Wasserspiegels wird der Zulaufschieber durch die große Hebelarmübersetzung entsprechend weit geöffnet. Aber die Feder drückt den Zulaufschieber bald in die Ausgangslage zurück. Der Differentialregler ist nicht in der Lage, den Wasserstand konstant zu halten. Die Sprungantwort dieses Reglers beim Modell der Wasserstandsregelung gibt den Zusammenhang zwischen Wasserstand und Schieberstellung in Abhängigkeit von der Zeit an. In der allgemeinen Darstellungsart wird der zeitliche Verlauf der Stellgröße bei plötzlichem Auftreten einer Regeldifferenz gezeigt. Beachten Sie, nur bei Änderung des Eingangssignals reagiert der D-Regler mit einem Ausgangssignal. Das Blockbild des D-Reglers ist aus der allgemeinen Sprungantwort abgeleitet. Es zeigt den zeitlichen Verlauf der Stellgröße bei einer sprungförmigen Änderung der Regeldifferenz. Versuchen Sie bitte mit diesen Bauelementen die richtige Schaltung eines Differentialreglers mit Operationsverstärker zusammenzustellen. Diese Schaltung arbeitet bereits als Differentialregler. Allerdings ist das Ausgangssignal zum Eingangssignal um 180 Grad verschoben. Das ist mathematisch nicht richtig und erfordert deshalb einen weiteren Operationsverstärker zur Phasenumkehr. Wählen Sie mit dem Mauszeiger eines der Eingangssignale aus und beobachten Sie den zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals. Der Differentialregler allein kann nicht verwendet werden. Eine technisch angewendete Kombination ist der Proportional-Differentialregler. Die übliche Bezeichnung ist PD-Regler. An die Eingänge der beiden parallel arbeitenden Regler gelangt die Regeldifferenz zur gleichen Zeit. Die Stellgrößen der beiden Regler werden zu einer gemeinsamen Stellgröße y summiert. Der
Der PD-Regler arbeitet nicht sehr genau und kann auch eine auftretende Regeldifferenz nicht vollständig ausregeln. Der D-Anteil sorgt bei starken Störungen für schnelles Nachregeln. In diesem Modell der Wasserstandsregelung mit PD-Regler ist der untere Hebelarm mit der Feder der P-Anteil des Reglers. Der obere Hebelarm mit dem Hydraulikkolben bildet den D-Anteil. Sinkt der Wasserstand plötzlich, öffnet der D-Anteil infolge seiner großen Übersetzung den Zulaufschieber spontan. Die geringere Übersetzung des P-Anteils erzeugt nur eine kleinere zusätzliche Öffnung. Die durch den D-Anteil bewirkte Öffnung des Zulaufschiebers geht schnell zurück. Es bleibt nur die durch den P-Anteil erzeugte zusätzliche Öffnung bestehen. Der PD-Regler kann aber eine Störung nicht vollständig ausregeln. Es tritt eine bleibende Regeldifferenz auf. Die Sprungantwort dieses Reglers beim Modell der Wasserstandsregelung gibt den Zusammenhang zwischen Wasserstand und Schieberstellung in Abhängigkeit von der Zeit an. Das Blockbild des PD-Reglers ist aus der allgemeinen Sprungantwort. Wählen Sie die richtige Schaltung eines PD-Reglers mit Operationsverstärkern aus. In dieser Schaltung ist das Ausgangssignal zum Eingangssignal um 180 Grad verschoben. Deshalb ist auch hier ein weiterer Operationsverstärker zur Phasenumkehr erforderlich. Wählen Sie mit dem Mauszeiger eines der Eingangssignale aus und beobachten Sie den zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals.